right. Yeah, man. Hey, guys, I am Bob from Jamaica. Yeah, man. Hey, I tell you something about my friends, Chris and Radek. They came here and didn't smoke weed. No, man. They only robbed our casinos and told me to bet on France as football world champion. Really funny, guys. You should follow them. Yeah, man. Ja, hört auf den Mann, der kennt sich aus, der Bob. Hallo Christian Custodian zum zweiten Bundesligaspieltag. Ja, hallo Radek. Grüße an die Welt hinaus und vor allem auch Grüße an unseren Weghorst der Woche. Wer ist das denn? Ja, kein geringerer als Wout Weghorst himself. Erstes Spiel gegen Schalke für Wolfsburg und dann gleich so eine Aktion. Der Head-Nut-Versuch gegen den Buddy von Burgstaller und dann, au, oh, dann tut ihm natürlich das Gesicht weh, den armen Wouti. Naja, scheiß Aktion und zu Recht der Weghorst der Woche. Und mal schauen, wer es am dritten Spieltag dann wird und vor allem, was Wout Weghorst denn im zweiten Spiel für die Wölfe auf den Platz zaubern kann. Aber es geht los mit einem anderen Spiel. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Deine Einschätzung? Ja, und ich bin auch gespannt, ob der BVB auch Hannover mit dem Kopf durch die Wand drücken kann. Wie im ersten Spiel mit Lucien Favre gleich mal in der ersten Minute in Rückstand geraten. Da haben wir schon gedacht, oh je, was passiert denn jetzt? Aber sie haben ja dann den Schalter umlegen können, das Spiel umgedreht, hochverdient gewonnen und sind wie im letzten Jahr auch wieder Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga nach dem ersten Spieltag. Was erwarte ich gegen Hannover? Also, man muss sagen, Hannover ist seit über 20 Spielen nicht mehr ohne Gegentor gewesen. Und noch dazu kommt, der BVB hat das letzte Mal kein Tor gegen Hannover 1966 geschossen. Es spricht also sehr viel für Dortmund, obwohl Hannover nicht so schwach gegen Bremen war, glaube ich trotzdem, der BVB gewinnt 3-1. Die Offensive ist nicht zu bremsen. Ja, der Favre-Effekt bei Dortmund hat schon eingeschlagen und das ohne waschechten Stürmer. Aber den haben sie ja jetzt verpflichtet. Paco Alcácer kommt mit einer Referenz von fast 50 La Liga-Tore in 150 Spielen. Also nicht die allerattraktivste Quote, aber er hat bei Barcelona im Schnitt alle... 80 oder 90 Minuten getroffen oder so. Also er hat aber nur 4 Tore auch da geschossen zuletzt. Also klar, man kann ihn schwer einschätzen. Für die Bundesliga müsste es reichen, für Hannover sowieso. Und von daher glaube ich auch, dass Dortmund das gewinnt, aber nicht so hoch wie das Heimspiel. Denn in Hannover weht ein anderer Wind. Das gewinnt Dortmund nur 2-1. Aber wir sind uns beinahe einer Meinung. Ja, nach dem ersten Spieltag haben wir beide gleich mit ungefähr minus 1,5 Einheiten abgeschnitten, waren uns häufiger einer Meinung. Bin gespannt, ob das heute auch den ganzen Spieltag so sein wird. Was ist deine Einschätzung zu Hoffenheim gegen Freiburg? Tja, die Hoffenheimer haben ja im ersten Spiel den denkbar schwierigsten Gegner gehabt und haben sich da eigentlich ganz gut verkauft in der Allianz Arena. So Bayern-Hasser sagen ja auch, der Sieg war unverdient und so weiter. Ja, das ist auch egal, am Ende zählt halt einfach ein 3-1-Sieg für Bayern. Gegen Freiburg haben sie natürlich da ein Heimspiel und die Hoffenheimer sind extrem heimstark in den letzten Jahren gewesen. Und Freiburg hat sich am ersten Spieltag mit einer 0-2 Niederlage gegen Frankfurt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auch noch dazu laboriert ja Trainer Christian Streich an einem Bandscheibenvorfall. Ich weiß nicht, ob der jetzt da an der Seitenlinie stehen wird, stand jetzt nicht. Und das wird dann natürlich die Sache nicht besser machen. Hoffenheim heimstark, Freiburg auswärts schwach. Klare Sache, 3-0 für Hoffenheim. Und wie schaut es bei dir aus? Wie ist deine Einschätzung? Ja, Christian Streich hatte Rücken und so haben auch irgendwie die Freiburger gegen Frankfurt gespielt. Das war nicht die Einstellung, die ich erwartet hätte. Hingegen die Einstellung bei Hoffenheim hat funktioniert, hat gestimmt. Vielleicht ein bisschen überaggressiv gespielt, haben sich aber auch mit keinem Punkt belohnen können. Jetzt Champions League Teilnehmer, die werden nicht 2 Spiele in Folge nicht gewinnen. Von daher denke ich auch, klarer Sieg für Nagelsmann und seine Hoffen oder Nagelsmänner, Hoffenheimer. Die gewinnen 2-0, Freiburg zu ungefährlich.
Also bisher kann ich da noch nicht so krasse Unterschiede zwischen unseren Tipps feststellen, aber es sind ja noch 7 Spiele, unter anderem natürlich auch das Werkself-Duell zwischen Leverkusen und Wout Weghorsts Wölfen. Ja, dieses Spiel, also ich glaube, beide Teams haben die Tipper da draußen letzte Woche überrascht oder eventuell im Stich gelassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Leverkusen quasi gar keine Chance hat bei Borussia Mönchengladbach. Und den Wölfen haben wahrscheinlich so gut wie keine Experten einen Sieg zugetraut, aber Schalke war auch wirklich schwach. Es war kein schöner Kick und der schöne Bruno hat uns damit doch überrascht. Dieses Spiel, habe ich mich informiert, ging noch nie torlos aus. Von daher wird es auch hier das ein oder andere Tor geben. Ich glaube, dass Wolfsburg nicht den Erfolg von der letzten Woche wiederholen kann. Ich glaube, dass Leverkusen die Spur finden wird. Daher gewinnt hier Leverkusen tatsächlich 4:0. Und das gegen den schönen Bruno? Was ist da los? Ja, ich glaube halt einfach, dass Leverkusen in der Offensive potent genug ist, schnell in Führung gehen wird und dann wird es ein Selbstläufer. Wolfsburg, die denken, sie sind jetzt wer, falsche Einstellung. Ich glaube, das wird ein Debakel. Sorry, aber was denkst du denn? Ja, ich denke eben gerade, da die Wölfe ja im ersten Spiel jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben durch so einen Last-Minute-Sieg, durch das Tor in der 90. plus 4. Minute durch Daniel Ginzek, werden sie jetzt gerade nicht mehr so auftreten wie in der vergangenen Saison. Und du bist noch so ein bisschen im letzten Jahr hängen geblieben, weil Wolfsburg nichts zugetraut wird. Aber das haben sie am ersten Spieltag schon mal gezeigt. Und Schalke ist ja auch wieder so ein Thema, also da bin ich allergisch drauf, dazu kommen wir noch. Leverkusen bin ich auch allergisch drauf wegen diesem Trainer. Und von daher, die haben gegen Gladbach 0 Tore geschossen. Die werden auch gegen Wolfsburg jetzt kein Feuerwerk abbrennen, wie du sagst. Ich denke, das wird einfach ein Unentschieden, ein 1:1. Hör. Also da haben wir ja mal einen Unterschied. Ja, du gehst hier auf jeden Fall viel mehr Risiko, denn in unserem tippinternen Duell quasi geht es ja darum, wer am Ende mehr Einheiten gewinnt und eine 4,25 würde dir da gut stehen. Was glaubst du denn bei Frankfurt gegen Bremen? Wie geht's aus? Das ist natürlich auch wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel, meiner Meinung nach. Im vergangenen Jahr, das letzte Spiel, hatten die Frankfurter, glaube ich, knapp gewonnen. Aber Bremen tendenziell stärker einzuschätzen. Aber das haben sie am ersten Spieltag auch vermissen lassen. Und die Frankfurter unter Adi Hütter natürlich jetzt nach dem Pokaldebakel und dem Supercup Waterloo gegen Bayern endlich mal wieder mit einem Sieg in Freiburg. Und ich denke, in diesem Spiel sehe ich irgendwie keinen Sieger. Und wie es so oft ist, muss ich dann auf Unentschieden gehen. Ich muss hier auch ein 1:1, ist ja auch ein schöner Tipp, also von daher, warum nicht? Ja, also ich denke auch, dass beide treffen, da bin ich einer Meinung mit dir. Frankfurt hat uns alle in Freiburg überrascht. Bremen hat eigentlich mir ganz gut gefallen, wie sie gegen Hannover gespielt haben. Hab mir das Spiel tatsächlich über die kompletten 90 Minuten angeschaut. Hätten das auch ruhig gewinnen können. Marco Bode hat ja sogar ganz offensiv Platz, also internationales Geschäft ausgegeben, Platz 6, 7. Wenn es dann schlechter wird, ist auch kein Problem. Hauptsache wir spielen nicht um den Abstieg mit. Da bin ich auch seiner Meinung. Bremen ist dafür zu gut und auch als Team zu gefestigt, hat einige wirklich tolle Jugendspieler. Sie kassieren leider immer noch zu viele Tore. Kohfeldt war, glaube ich, auswärts noch nie ohne Gegentor. Die werden jetzt aber Frankfurt ein Bein stellen. Ich glaube, dass Werder 2:1 in Frankfurt gewinnt. Und der Pizza-Toni, der macht das in der Nachspielzeit. Wer ist denn der Pizza-Toni? Den kenne ich gar nicht. Claudio Pizarro, Den hast du auch schon mit mir zusammen in einer Diskothek getroffen. Aber da war noch dabei in München. Da hieß er auch noch Claudio, aber sei der Stürmer bei Werder Bremen ist, da nennen sie wahrscheinlich alle in Gedenken an Ailton Toni. Naja gut, genau. Darfst aber gleich, oder ich muss noch meinen Tipp hier eintragen zumindest. Augsburg gegen Gladbach, wie schaut's aus? Ja, Augsburg war letzte Woche ein Spiel, wo wir beide das Ergebnis tatsächlich richtig hatten. 2:1 Sieg gegen Düsseldorf.
Wenn sie jetzt nochmal einen Punkt holen, dann könnte es der beste Saisonstart überhaupt werden. Gladbach auf der anderen Seite hat aber auch überzeugen können mit einem 2-0-Sieg gegen Leverkusen. Die dürfen jetzt gleich auch noch im DFB-Pokal spielen. Ich sehe die Borussia als stärkere Mannschaft. Ich glaube, dass sie auch wieder mehr in der Erfolgsspur sein werden im Vergleich zum letzten Jahr. Ein bisschen enttäuschend. Eins der letzten 10 oder 11 Auswärtsspiele haben sie nur gewonnen. Das war gegen Hannover. Und ich glaube, dass jetzt zur neuen Bundesliga-Saison dieser Trend auch in eine andere Richtung geht. Die Borussen gewinnen knapp in Augsburg mit 2-1. Augsburg-Gladbach 1-2. Tja, das ist halt genau das, was ich vermutet habe. Da haben die jetzt die Gladbacher ziemlich aufs falsche Pferd oder aufs Glatteis geführt, wie man es nehmen will. Ich glaube nicht, dass die in Augsburg gewinnen. Zwar, weil sie einfach zu unkonstant sind und das über Jahre hinweg. Wenn sie mal gewonnen haben, wie zum Beispiel letzte Saison, haben sie sogar Bayern München geschlagen unter Jupp Heynckes. Und was haben sie danach gemacht? Haben sie einfach sich darauf ausgeruht und haben dann die Punkte mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen. Und Augsburg nach dem Sieg in Düsseldorf werden sie auch gegen Gladbach keine schlechte Figur machen, denn Gladbach, Düsseldorf ist ja ähnlich nah beieinander irgendwo am Rhein. Man verzeihe mir meine schlechten Geografiekenntnisse in dem Bereich, kann ich jetzt erwähnen, denn ich bin mir relativ sicher, auch dieses Spiel wird keinen Sieger haben, denn dieses Spiel endet 2-2. Yes. Ich habe das ja tatsächlich vermutet, dass du wieder unentschieden tippen wirst. Und, ja, ich bin gespannt, wie die Spiele ausgehen. Wie geht denn Nürnberg gegen Mainz aus, wenn es nach dir geht? Ja, was soll man da sagen, gell? So geht ja nicht nach mir. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich dem Club einen Heimsieg gönnen. Aber die haben in Berlin verloren, die haben trotz Elfmeter kein Tor geschossen. Obwohl sie gar nicht so viel schlechter waren als die nicht gerade überragenden Herthaner. Mainz hat sich jetzt auch gegen die Stuttgarter schwer getan, hat aber immerhin gewonnen. Da ist die Erfahrung der Mainzer natürlich größer. Und um hier nicht auf ein offensichtliches Ergebnis zu tippen, sage ich einfach, das Spiel, das endet 0-0. Ja, 4 Unentschieden in Folge zeigt schon, dass ich hier nicht ganz so den Clou hatte, aber wenn es so ausgeht, dann werdet ihr mir die Füße küssen. Was denkst du, findest du hier einen Sieger? Deine Wünsche sind interessant, also ich werde dir auf jeden Fall mal gar nichts küssen. Bei mir ist auch ein kleines Muster zu erkennen. Erst kommen 3 Heimsiege, jetzt werde ich höchstwahrscheinlich den 3. Auswärtssieg tippen. Nürnberg hat mich nicht überzeugt, gegen Berlin, wir auch, sie haben ja verloren. Mainz war ganz interessant, vor allem nach der Einwechslung von Anthony Uja. Haben die richtig gute Chancen noch kreiert. Ich glaube, dass der Uja jetzt auch wahrscheinlich von Anfang an spielen wird oder vor allem schneller kommen wird, falls es vorne nicht so gut laufen sollte. Ich denke, Mainz ist stärker, gerade zu Beginn der Saison. Haben die Bundesliga-Erfahrung, Nürnberg dauert noch ein bisschen, bis sie sich klimatisieren in der ersten Liga. Mainz gewinnt hier 2-1 und haben übrigens auch ganz gute Quoten darauf. Ja, du bist mir ein Jeck. 3-2-1 Siege in Folge finde ich fast noch unkreativer als 4 Unentschieden in Folge. Aber ja gut, Mai, irgendwas muss man tippen, gell? Darfst auch gleich dein viertes 2-1 für Bayern im Spiel gegen Stuttgart nachlegen. Ja, das ist ja hier, wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, eins der Überraschungsspiele gewesen. Allerdings beim Heimspiel vom FC Bayern, da sind sie ganz schön untergegangen. Der Korkut ist gleich jetzt mal mit einer Niederlage gestartet. Gegen Mainz, gegen Rostock sogar im DFB-Pokal. Und das spricht doch wirklich sehr viel, wie letztes Jahr schon prognostiziert, dass der am 8. Spieltag der erste Trainer ist, der rausfliegt. Und das nach dieser wahnsinnigen erfolgreichen Rückserie, aber das war im letzten Jahr. Bayern wird dieses Spiel gewinnen, souverän mit 3-0. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. FC Bayern, Stern des Südens. Ja, der Chris outet sich halt ja doch jedes Mal wieder als Bayern-Fan. Und dem kann ich in diesem Fall allerdings auch nur beipflichten. Gegen Stuttgart werden die Münchner der Quote entsprechend ein leichtes Spiel haben.
die Stuttgarter werden natürlich besser spielen als in Mainz, aber für die Bayern reicht es halt nicht. Wenn wir nicht schon so viele 2-1 Siege hätten, würde ich hier auf 2-1 tippen. So denke ich aber, Mario Gomez wird gegen seinen Ex-Verein vielleicht ein Tor schießen. Ansonsten vielleicht irgendwer anders. Aber Stuttgart trifft, 3-1 für Bayern. Tipp 1-3. Und einer der vielleicht größten Herausforderer der Bayern tritt dann am Sonntag an im ersten Heimspiel der Saison gegen Düsseldorf. Der RB Leipzig nach der Auftaktpleite 1-4 in Dortmund waren sie ja etwas überrascht wahrscheinlich über die Höhe der Niederlage. Das zeigt aber zwei Dinge. Erstens, die Leipziger spielen zu offensiv, obwohl sie eigentlich unter Rangnick defensiver spielen wollten. 4 Tore kassiert, das ist natürlich eine Hausnummer. Zeigt aber auch, dass sie zu wenig aus ihren eigenen Torschüssen machen, denn sie hatten 11-10 Torschüsse, also einen Torschuss mehr als Dortmund sogar, während Dortmund 4 Tore geschossen hat. Aus 10 Torschüssen gelang Leipzig ja bekanntlich nur ein Tor. Viel Lärm um nichts, gegen Düsseldorf wird das definitiv besser, denn die Fortuna kann Leipzig nicht das Wasser reichen. Leipzig gewinnt dieses Spiel mit 2-0. Und ich schätze auch, da wird es weniger als 2 verschiedene Meinungen geben. Das ist hier mein Tipp auf deinen Tipp. Damit könntest du den doppelten Tipp richtig haben. Leipzig wird auf gar keinen Fall dieses Spiel verlieren, davon bin ich überzeugt. Sie sind auch wirklich heimstark, torgefährlich, schießen im Schnitt 2,1 Tore, zumindest in der letzten Saison pro Heimspiel. Und da kann Düsseldorf einfach nicht mithalten. Ich gehe auch von einem deutlichen Sieg aus. Ich glaube, dass Düsseldorf ein Tor schießt. Für unsere Tipforce, Video wird verlinkt, vielleicht auch ganz interessant, wenn Düsseldorf mehr als 0 Tore schießt, also 1, ist da eine Quote von 1,65 bei VBET zu holen. Das Spiel Leipzig rennt die ganze Zeit an. Düsseldorf macht irgendwann mal einen Konter. Insgesamt geht es 3-1 für den Rasenballsport aus. Ja, und so viele Unterschiede hat es jetzt wirklich auch noch nicht gegeben. Vielleicht dann noch im letzten Spiel, denn du wirst wahrscheinlich wieder den Favoritentipp abgeben und ich werde mal wieder auf die Schalke hereinfallen, oder nicht? Was sagst du? Also diese Sticheleien, dass ich nur auf Favoriten... Jetzt ist er weg, eingefroren. Da ist er wieder und weiter geht's. Ja, anscheinend ist mir bei dem Spiel gerade so kalt geworden, dass ich eingefroren bin. Sorry dafür. Irgendein Experte, ich weiß nicht mehr, wer es war, ehemaliger Nationalspieler, glaube ich sogar, hat gemeint, dieses Jahr wird Schalke eher im Mittelfeld zu finden sein, denn die können sich nicht großartig entwickeln. Das glaube ich nicht mal, weil die haben sich eigentlich gut verstärkt. Trotzdem natürlich Enttäuschung beim VfL Wolfsburg verloren. Hertha hat seine Hausaufgaben gut gemacht, hat gewonnen. Ich erwarte hier ein enges Spiel, ein knappes Spiel, wenig Torchancen und am Ende gewinnt Schalke 1-0. So, junger Mann, aber du willst mir doch jetzt nicht weismachen, dass du auf die Hertha gehst in dem Spiel, oder? Ach, wie oft haben mich die Schalker in letzter Zeit enttäuscht. Ich zähle nicht mehr mit und immer wieder geht's von vorne los. Also ich bin da gar nicht nachtragend in dem Sinne. Ich halte sie ihnen zwar immer wieder vor, aber es reicht anscheinend nicht dafür, dass ich jetzt hier drauf setze, dass Berlin in Gelsenkirchen gewinnt. Dazu, ja, ist Hertha einfach zu schwach und Schalke zu heimstark. Dein Tipp gefällt mir extrem gut. Darf ich den übernehmen mit 1-0 oder muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken? Nein, ich gebe dir recht, 1-0 wird Schalke gewinnen. Vielen Dank. Ja, ist ja kein schlechtes Zeichen, wenn wir uns in ein paar Spielen einig sind. Die waren wir ja letztes Mal auch und dann haben wir immerhin 4 von 9 Spielen richtig gehabt, was kein schlechter Wert ist, wenn man sich dann mal mit ein paar anderen YouTubern vergleicht, die schlechter getippt haben als wir beide zusammen. Also 4 richtige war okay. Um die Tipforce zu gewinnen, brauchen wir 6 gute Wetten. Also schaut ins Tipforce-Video und gebt bis Freitagnachmittag euren besten Tipp für die Bundesliga ab. Vielleicht ist hier noch einer dabei. Ich muss mir auch noch Gedanken machen, was denn jetzt mein Lieblingstipp ist. Wenn du schon einen hast, kannst du den gerne noch den Leuten mit auf den Weg geben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe sogar 3, aber ich werde mir noch überlegen, welcher davon mein Liebling ist. Und Abo hier lassen. Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Man, hey guys, I am Bob from Jamaica. Yeah, man, hey, I tell you something about my friends, Chris and Radek. They came here and didn't smoke weed. No, man, they only robbed our casinos and told me to bet on France as football world champion. Really funny, guys. You should follow them. Yeah, man.